Wir haben den nächsten schnellen Luxemburger Fahrer aus der Klasse Buggy 1600 der Autocross-Europameisterschaft, den Max Schahn. Max, das Jahr 2016 ist rum, neues Auto, bist aufgestiegen, oder? Super. Erzähl mal so ein bisschen was über deine Saison, wie ist sie verlaufen? Bist du zufrieden in der größeren Klasse? Was waren so deine Highlights? Ich bin sehr zufrieden in der großen Klasse. Es hat Spaß ergeben, wie wir gedacht haben. Wir sind 9. geworden von 56 Autos. Ich bin sehr zufrieden darüber. Wir hätten das nicht gedacht. Eigentlich war das nur ein Lehrjahr. Und nächstes Jahr, 2017, wollten wir mehr angreifen. Aber es ging schon eigentlich ziemlich gut. Ja, wenn das dieses Jahr ein Lehrjahr war, dann bin ich ja wirklich mal gespannt, was du 2017 noch entzaubern tust, was du vom Teller rausholen tust. Wollt ihr am Auto noch was aufrüsten? Was habt ihr vor? Stärkeren Motor oder generell, wie ist die Planung bei euch? Wir wollten eigentlich nur einen stärkeren Motor. Den Rest, der bleibt. Ja, letztes Jahr hast du ja auch ein paar Top-Platzierungen eingefahren, so in Finals gewesen und so. Was war eigentlich das Highlight, was du 2016, was für dich immer so ein bisschen hängen bleibt? Nova Parker wurde ich Vierter von über 40 Autos. Das war eigentlich das beste Resultat von allen. Ja, Nova Parker muss man ja auch schon ein bisschen Eier haben, wenn man den Berg da hinten runterfährt, oder? Ja, da geht schon ziemlich runter und es war ein Versuch, da Vierter zu werden. Ja, ihr seid ja eine sehr, sag ich mal, Autocross-ambitionierte Familie. Dein Bruder wird ja jetzt auch irgendwie was machen, habe ich so gehört. Ist da was dran, dass er jetzt mit dem Crosskart oder irgendeiner anderen Klasse, denn er ist ja früher Kart gefahren, kommt er zurück in den Autocross? Er soll zurück ins Autocross kommen, ja. Er fährt SWSV, das ist bei uns in der Gegend, fährt er eine Meisterschaft und da fängt er erstmal an. Ja, prima. Zwei Schaden auf der Rennstrecke. Wird garantiert geil. Sehen wir dich auch ab und zu mal in der SWRV oder machst du jetzt nur noch reine Europameisterschaft? Ich mache reine Europameisterschaft und ein paar Mal testen gehen, aber SWSV geht leider nicht wegen der Lizenz. Super, Max. Ich danke dir für das Interview. Möchtest du noch ein paar Sponsoren, Freunden oder sowas danken auf diesem Weg für die tolle Saison 2016? Ja, ich sage an allen meinen Sponsoren danke und an mein ganzes Team. Ohne die wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Danke dir, Max. Toi, toi, toi für 2017.